Vier Tage lang harrten die Demonstranten im Hungerstreik vor dem Landratsamt in Dingolfing aus. Die Asylbewerber sind in einer dezentralen Unterkunft in Oberhausen untergebracht. Und genau dieser Ort passt den Asylbewerbern nicht. Die erste Forderung, mit denen wir konfrontiert worden sind, war, dass sie von Oberhausen, wo damals alle acht herkamen, nach Berlin oder nach München verlegt werden. Sie haben dann unseren Mitarbeitern auch gesagt, sie würden gerne junge Deutsche kennenlernen und in eine Disco gehen. Und wir haben das nicht zu entscheiden. Wir haben es der Regierung von Oberbayern vorgelegt und die hat alle Anträge abgelehnt. Aber nicht nur die Entfernung zur Stadt ist für die Asylbewerber ein Grund zu demonstrieren. Mit Englisch allein können wir uns nicht verständigen. Und wenn einer von uns ins Amt geht, sollen wir Deutsch reden. Aber das können wir nicht, weil wir keinen Unterricht haben. Nach Informationen der Betreiber der Gemeinschaftsunterkunft gibt es jedoch eine Ehrenamtliche, die den Asylbewerbern einmal wöchentlich Deutschunterricht anbietet. Nicht nur aus diesem Grund war die Demonstration der 15 Asylbewerber für Heinrich Trapp völlig unerwartet gekommen. Bisher habe es nie Probleme mit den Asylbewerbern gegeben, so der Landrat. Weder von Seiten des Landkreises noch von Seiten des Betreibers der dezentralen Unterkunft. Nur bei einer Demonstration in München waren auch Asylbewerber aus Oberhausen dabei. Sowohl Trapp als auch der Betreiber der Unterkunft sind überzeugt, dass die zunächst genehmigte und friedliche Demonstration erst eskalierte, als sich Aktivistinnen einmischten. Ein Hauptproblem war ja auch dann, dass dadurch, dass sie vier Tage nichts gegessen haben und teilweise auch nichts getrunken haben, dehydriert waren und da durchaus gesundliche Risiken bestanden. Und deswegen habe ich sie auch untersuchen lassen und habe dann eben aus gesundheitlichen Gründen dann auch dieses Camp hier beendet und habe es von der Polizei räumen lassen. Nach einer ärztlichen Untersuchung der Demonstranten musste einer von ihnen sogar ins Krankenhaus gebracht werden. Die rund 80 Beamten, die bei der Auflösung der Demonstration beteiligt waren, seien laut Trapp notwendig gewesen, um den Platz souverän zu räumen. Ob die dezentrale Unterkunft mit 22 Zimmern, 19 Duschen und diversen Freizeitbeschäftigungsmöglichkeiten menschenunwürdig ist, wie einige Asylbewerber behaupten, ist fraglich. Ruhe wird vermutlich jedoch so schnell nicht in Oberhausen und Dingolfing einkehren.